Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Gefecht in World of Tanks. Ich fahre heute den italienischen mittleren Panzer P43 BIS auf der Karte Gletscher. Und ich will durchs Gebirge durch. Und jetzt hoffe ich mal, dass doch einige mit mir mitfahren. Ich sehe da schon auch gleich zwei Spotter, den Super Chaffee T37 und den mittleren Panzer T3485M. Der Super Chaffee fährt hier unten lang, der T37 oben. Und gespottet sind natürlich auch schon welche. Jetzt wäre ich hier fast in den Felsen reingefahren. Und ich sehe hinter mir noch einen mittleren Panzer und der KV-2, der schwere Panzer, kommt mit. Da drüben ist ein Achilles und ein T3485M. Dann kann ich anvisiert. Oh, der Schuss hat nicht getroffen. Ja, werden auch gerade nicht mehr gespottet. Dann erstmal weiter. Da ist der T3485M wieder. Und da unten ein T-50-2. Kann ich nicht anvisieren. Und da drüben auch keinen. Da ist ein Skoda T25 auf unserer Seite aufgetaucht. Und der Skoda hat ein 3-Schuss-Magazin. Anvisiert. Und Treffer. Schön getroffen, den Skoda T25. Und er hat mich nicht gespottet. Zieht sich auch zurück. Oh, jetzt kann ich ihn nicht mehr sehen. Da drüben ist der Achilles. Auch weg. Und der Skoda hat sich da in die Lücke reingedrängt. Und der T34 geht gleich direkt drauf. Und der Skoda ist nach unten gerutscht. Vielleicht kommt er hier rüber gefahren. Ne, der fährt auf die andere Seite weiter. Und jetzt erstmal dem Skoda da hinterher. Anvisiert. Oh. Ist gerade wieder verschwunden. Oh, der KV-2 ist schon da. Und da unten ein 40 TP habe ich gespottet. Aber jetzt erstmal weiterfahren. Denn wenn der Skoda da unten noch steht, hätte er mich garantiert gespottet, wenn ich geschossen hätte. Jetzt hier um die Ecke ist aber keiner. Da ist ein Baum gefallen. Das könnte der Skoda gewesen sein, der sich hierhin zurückgezogen hat. Ja, ist er auch. Und der Skoda zerstört. Und ich wurde wieder nicht gespottet. Da ist der T3485. Jetzt bin ich gespottet. Oh, der KV-2 hat vorbeigeschossen. Jetzt warte ich mal, dass der T34 hier raufkommt. Treffer. Treffer in den T3485M. Leider wurde der KV-2 zerstört. Da hinten ein weiter T34. Schöner Treffer. Aber jetzt ist erstmal dieser T34 direkt vor meiner Nase wichtiger. Ja, komm schön hoch. Ich bin wieder gespottet. So, anvisiert. Ich habe ihn getroffen. Er mich allerdings auch. Und jetzt ran. Ich habe nachgeladen und zerstört. Ja, den Treffer musste ich hinnehmen. Und da drüben ist ein weiterer T3485. Kriege ich aber nicht anvisiert. Doch, da ist er. Aber das war, glaube ich, kein Treffer.
vorsichtig hier rüber. Und der M4 stürmt da direkt durch nach vorne. Wird auch getroffen. Wenn er jetzt noch einen aufdecken würde. Oh, da drüben. VK-2801. Direkt anvisieren. Und den VK zerstört. Da drüben ist ein AMX 13F3, die gegnerische Arti. Und die Arti zerstört. Und jetzt muss hier irgendwo noch der 40 TP sein. Und hinter mir ist nur noch ein weiterer mittlerer Panzer. Ich kann jetzt gerade nicht erkennen, welcher das ist, aber ich vermute mal, das ist der T-34-85. Jetzt warte ich noch einen Moment, bis er etwas näher gerückt ist. Da kommt er angefahren. So, und da er da ist, fahre ich jetzt mal nach vorne. Vielleicht gelingt es mir ja, ein oder zwei Panzer aufzudecken, die er dann bekämpfen kann. Da drüben, die SU-101. Treffer in die Seite. Und jetzt komme ich hier wahrscheinlich nicht mehr weg. Und ich werde auch vom 40 TP beschossen. Der ist da rüber gefahren. Ja. Und da bin ich zerstört beim Stand von 11 zu 11. Dann hoffe ich mal, dass das Gefecht noch in die richtige Richtung läuft. Und wir sehen uns gleich in der Auswertung. Das war der Panzer P-43, der italienische P-43 auf der Karte Gletscher. Dann wende ich mal den Bonus hier an und komme somit auf eine Gesamterfahrung von 9552. Und dann gehen wir in die Teamauswertung. Platz 1 anhand des Schadens 1677, 4 Kills. Und daraus ergibt sich eine WN8 von 5321. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst bitte einen Daumen nach oben da, drückt den Abonnieren-Knopf und dann hören und sehen wir uns im nächsten Gefecht wieder.